Let's Play. Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und... Kein numenorisches Blut. Ich bin einer der Nordmenschen, ein Vertriebener. Das hat Halas mich nie vergessen lassen. Ioret war es egal. Für die Eldar sind alle Menschen Untertanen. Flüchtige Besucher, die schon bald die Kreise der Welt verlassen. Herzlich willkommen zu Mittelerde, Mordor Schatten. Wir versuchen aber schnell Informationen zu sammeln, was wir natürlich nicht hingekriegt haben. Doch, verzieh dich. Und du, kommst du mit? Ha, haben wir noch hingekriegt, bevor wir geschlagen wurden. So, Informationen über den nächsten. Schon wieder so ein giftiger Typ, ne? Ist aber ein Magier? Nee, sah aus wie ein Magier. Ich glaube, der ist einfach nur betrunken. Der scheint betrunken zu sein, ja. Ganz klar. Ach, ich dachte, ich kann die erstechen. Was können wir mit dir machen? Abstechen. Nochmal. Komm, mehrmals. Töten. Ach, das ist eine coole Nummer. War mir eine Freude, euch zu töten. So, wir kümmern uns heute wieder um ein paar Hauptmänner. Ich habe so viel Spaß daran, Hauptmänner zu töten. Ich kann es euch nicht sagen. Ey, das ist so genial, Hauptmänner töten. Allein schon Hauptmänner, die... die dich schon umgebracht haben, einfach selber auch nochmal zu töten, finde ich richtig klasse gemacht. Also, ich glaube, ich werde noch sehr, sehr lange sehr viel Spaß an diesem Spiel haben. Und ich hoffe, ihr werdet sie gemeinsam mit mir haben. Ja! Oh, ist das toll. Ich liebe dieses Spiel. Ich glaube, es gab schon lange kein Herr der Ringe-Spiel, das so viel Spaß gemacht hat. Sorry, ich wollte keinen Pfeil in den Arsch jagen. So, da wären wir auch schon. Wir haben diesen Obermotz, den wir töten wollen. Diesmal werden wir das Ganze ein bisschen anders angehen. Ja, verpiss dich. So. Wir werden versuchen, ihn irgendwie hinterrücks zu erwischen. Stör jemand anderen. Okay. Haben wir irgendwie Feuer in der Nähe oder irgendwas? Ah gut, ich glaube, das wird es nicht wirklich bringen. Nee, die kommen einfach nicht an. Haben wir irgendwas, was wir zerstören können? Ah, immun. Und ich dachte, du wärst schon tot und begraben. Nein. Er hat schon ganz schön viele Narben da hingetragen wegen mir, ne? So, mein Freund. Muss ich euch noch ab und zu mal abwehren oder was? Dieses Mal gehört dein Arsch mir, aber mein Freund. Sowas von. Ah, die zwei, ne? Es werden wieder zu viele. Ach du Scheiße, es sind einfach zu... Ich sehe auch gar nichts mehr, es ist so dunkel. Kann ich das Feuer jetzt zum Explodieren bringen? Nee. Es ist einfach zu dunkel geworden. Mist, ich hätte nicht nachts angreifen sollen. Oh mein Gott! Ich komme hier nicht weg. Na komm. Kann es doch nicht sein, ey. Ich kann nichts sehen im Dunkeln, ey. Hilfe. Fuck.
Ah, es ist einfach zu dunkel und es sind so extrem viele. Nein! Ich bin auf jeden Fall nicht bereit, gegen euch alle zu kämpfen. Ich verziehe mich nämlich jetzt hier. Nein! Nein, 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 nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich muss hier weg! Und zwar schnell. Ach du Scheiße, was hat... Ach, der hat eine richtige Armee bei sich. Okay. Nein! Das ist nicht dein Ernst, oder? Dass du mich da erwischt hast. Ah, ich hab doch noch A gedrückt. Ich fass das nicht. Dein Kopf bringt mir ganz sicher eine Beförderung. Jetzt habe ich dann noch so einen Tüdelmüli dabei, der einen auf Schickimicki macht, ja? Schwule Orks. Sondereinheit. Das gibt's doch nicht, ne? Dass der so eine riesen Armee bei sich hat. Das ist das Problem. Sobald ich einmal sterbe, kommen Dutzende neue Typen dazu. Ach, Mist, ey. Wir müssen die Hochrangigen zuerst töten und dann die Niedrigrangigen. Da kommen sie alle daher. Ich fass das nicht. Ich habe so viele getötet und jetzt kommen wieder so viele hinterher. Wir sind wie Ameisen, ey. Aber passt auf, Freunde. Ich werde den Typen kriegen. Ich werde ihn kriegen. Ich war so kurz davor, aber es war dunkel und ich konnte nichts sehen. Und ihr habt wahrscheinlich noch weniger gesehen als ich. So, was sagen eigentlich meine Punkte? Upsi, da wollte ich drauf. Immer noch keinen. Was kriegen wir hier eigentlich noch als letztes freigeschaltet? Schattenangriff. Oh, Aneinanderreihung. Oha. 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 Na gut. Ich werde dich kriegen, Alter. Ich werde dich kriegen. Jetzt haben wir es hell. Ich meine, es lief alles bestens, ne? Das lag daran, weil ich so viel gesehen habe. Und dann wurde es plötzlich dunkel. Aber urplötzlich. Wo ist der Typ? Da hinten, ja? Kein Problem. Wir kommen einfach zu ihm. Und dieses Mal, Freunde, keine Gnade. Er ist schon völlig fertig, ey. Guckt doch mal sein Gesicht an. Der kriegt gar nichts mehr auf die Reihe. Der kriegt doch nichts mehr gebacken. Okay. Läuft er an einem Feuer oder so vorbei? Das ist hier die Frage. Wenn er an einem Feuer vorbeiläuft, kann ich seine ganze Truppe ausschalten. Wenn man zögert, den Befehl eines schwarzen Hauptmanns zu befolgen, landet man als Fressen für die Karagor an der Grube. Bitte kein Lärm machen. Dankeschön. Ich muss den Typen irgendwie kriegen da hinten. Ich hoffe, der läuft am Feuer vorbei. Holy. Feuert einen Bolzenregen auf sie ab. Passt das nächste Mal besser auf, ihr Narren. Das könnte böse werden. Einen nach dem anderen. Ich dachte, Waldläufer! Wieder da? Ja. Rechnest du dir jetzt bessere Chancen aus? Wie der schon aussieht. Ich bin schon völlig kaputt, Mann. Erzähl mir doch keinen. Ich mahne.
So. Oh, scheiße, da kommt noch Verstärkung. Ach, verdammt, ey. Ah, jetzt geht das schon wieder los, ey. Okay, kein Problem. Wir haben noch ein paar Pfeile. So. Wir müssen uns durch ihn durchprügeln, ey. Nein! Ah, jetzt falle ich, ey. Jetzt falle ich, ey. Oh, Jungs. Müsst ihr mich echt hier nerven? Nein! Oh, ich war kurz davor, meine Fähigkeit einzusetzen. Oh Gott, nein. Ich fass das nicht. Ich hätte mir deinen Kopf schon letztes Mal holen sollen. Nein, 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 nein. Oh, dieser Brock der Schöne, ne? Können wir das beschleunigen? Kein Bock, dem Ganzen nachzugucken. Okay. Okay. Okay, Freunde. Alles wird gut. Das Problem ist, wir können halt nicht warten, bis er alleine ist. Es geht einfach nicht. Es ist einfach nicht möglich. Weil, jetzt kommt's, er Gift hat. Wenn er Gift hat, kann ich nichts machen. Wo ist der Dorftrottel, hä? Er sieht immer schlimmer aus. Aber gut. Das Ganze halt nochmal, nur schön. Aber es ist schon wieder dunkel, ne? Okay, da hinten ist schon mal Feuer. Der Dorftrottel ist aber hier. Kann ich nicht sein Feuer zum Explodieren bringen? Nein. Ich muss nochmal versuchen, seine Leute von hinten zu töten. Obwohl mir das nicht gefällt, dass da hinten ein Tier kommt. Dachte, der Grabwandler wollte uns einen Kampf liefern. Stattdessen zeigt er uns, wie schnell er davonlaufen kann. Ich bin gar nicht davon gelaufen, ich bin gestorben. Ach shit. Kommst du für eine weitere Runde zurückgekrochen? Yep. Und diesmal wirst du sterben, mein Freund. Au. Okay, versuchen wir es mal mit einer anderen Taktik. So, und töten erstmal alle anderen. Mal gucken, wie lange wir überleben, Freunde. Au. Wie zur Hölle? Wer hat mich denn da getroffen? Ach, komm, ich bitte euch, Freunde, ich bitte euch. Dann machen wir es anders. Wir laufen jetzt ganz kurz weg und heilen uns. Ach, wir heilen uns gerade schon automatisch. So. Ach verdammt, jetzt hat mich der fallende Bogenschütze erwischt. Oder der Typ hier auf jeden Fall. Ah, ich bin noch ausgewichen. Coole Nummer.
Was bist du endlich für ein kleiner Wicht? Meinst mich hier fertig machen zu können, oder was? Ich werde von irgendwas die ganze Zeit getroffen, aber ich weiß nicht von was. Da, schon wieder. Ach, der im Hintergrund da hinten, ne? Ja, gut. Ah. Freunde, ich... Und hier beginnt mein Aufstieg in der Hierarchie. Ich fass das nicht. Wir sterben an diesem einen immer wieder, obwohl wir eine gute Taktik haben. Er hat einfach so eine riesen Meute. Ja, komm, ich will ihm das nicht reinziehen. Das ist eine Schande. Das ist einfach eine Schande. Ah. Okay, ich brauche einen anderen Plan. Wir werden jetzt Folgendes tun. Wir werden die ganze Festung hier, die ganze Festung, töten. Beginnt mit dem da unten. So. Das war Nummer 1. Wir werden die ganze verdammte Festung hier umbringen. Da ist der nächste. Mr. Schildträger, was geht? Ihr habt mich nicht gesehen. Kein Problem. Wir töten die. Und zur Not laufen wir halt weg. Wir werden einfach nur alle einzeln vornehmen. Irgendwann dürfte die Armee von denen so mickrig sein. Huch, was war das denn für eine Aktion? So, alle tot, gut. Wir müssen einfach nur alle ausrotten, die hier in der Nähe sind. Und dann zum Schluss kümmern wir uns um den Dude. Ganz einfach. Hab gehört, es sind noch mehr Krieger hierher unterwegs. Ja, ich zum Beispiel. Huch, wer bist denn du? Die Wiederauferstehungsträger hast du von deinen Elbenfreunden, was? Kein Problem, die mache ich fertig. Au. Ah, ich hab abgewehrt. Kannst du mir nicht erzählen, du Arsch. Ha. So, jetzt kann ich mich um euch kümmern, ihr kleinen Maden. Na? Will jemand Stress von euch? Ist der Preis für jeden deiner Sklaven. Meint ihr, entkommt mir oder was? Ja, lauft alle nur weg. Lauft alle nur weg. Genauso wie der hier. Ihr werdet alle sterben. Weißt du noch immer nicht, dass ich zu stark für dich bin? Dann lauf ich einfach weg. Wo ist das Problem? Oh Gott. Ich werde alle töten. In dieser Festung. Alle werde ich töten. Und dann dich. Ich werde kommen. Oh Gott. Das könnte auch eine Lösung werden. Und ah. Ha! Keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Oh Gott, er hasst sie! Oh nein! Ich hab einen Fehler gemacht. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Aber ich mache es einfach. Einfach reinmetzeln. Einfach reinmetzeln. Wenn der Karagor stirbt, ist mir das scheißegal. Hauptsache, ich töte so viele wie möglich von denen. Nein! Ist das mein Karagor oder bin ich das? Ich weiß nicht, okay, es war mein Karagor. Na gut.
So, einer weniger. Okay. Wir müssen einfach nur seine ganzen Volksleute töten. Das ist jetzt mein Plan. Und zum Schluss töte ich ihn. Okay. Sorry, Cargo, aber du bist nervig. Na komm. Ich hab abgewehrt, aber gut. Tun wir einfach mal so, als hätte ich nicht abgewehrt. So. Noch ein paar Jungs. Oh, Fähigkeit freigeschaltet. Was haben wir denn? Sofortiger Todesstoß. Verringert die benötigte Zeit um ein... Oh, sehr schön. Nehmen wir. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Meinst du, du entkommst mir oder was? Okay. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, aber das scheint eine Art Liebesbeziehung zu sein. Okay, bist du schon alleine, mein Freund? So gut wie. Und solange du alleine bist, bist du leichte Beute für mich. Zack. Zack. Und dann verhören wir ihn. Ja. Ja. Ich habe ihn, Freunde. Oh. Ja, Gott sei Dank. Jahrzehnte später. Das ist dein Ende. Endlich Rache. Ist sicher nicht leicht, ein Häuptling zu sein. So viele Befehle zu verlieren, dann muss man auch noch den Waldläufer aufhalten. Noch irgendwas in der Nähe? Irgendwie jemanden, den ich töten muss? Ich glaube nicht. Holy shit. Ich hab die Ratte. Ich hab sie! Ja. Oh mein Gott. Ja, Freunde, und das war diese erfolgreiche Folge, in dem wir diesen kleinen Arsch endlich bezwungen haben. Meine Rache. Oh mein Gott, das hat so viele Tode gekostet. Aber die Planung, im Endeffekt alle zu töten, bis auf ihn, war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Sollten wir vielleicht nochmal wiederholen bei unserem Erzfeind. Vielleicht kriegen wir den jetzt auch die nächsten Tage. Ich würde mich definitiv freuen, wenn wir es versuchen. Aber erstmal wollen wir, glaube ich, eine Folge entspannen, oder? Ich glaube, eine Folge entspannen wir erstmal und dann gehen wir unseren mächtigen Erzfeind hinterher und töten ihn. In diesem Sinne sehen wir uns auch morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.